hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Vorbereitung auf den Wechsel, das Event. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 21. August 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben unsere Bewertung des menschlichen kollektiven Bewusstseins und seiner Fähigkeit, mit höherfrequenten Energien umzugehen, abgeschlossen. Hier ist, was wir entdeckt haben. Nicht jeder reagiert gleich auf höherfrequente Energien. Diejenigen, die nicht darauf vorbereitet sind, haben eine ganze Reihe von Aufstiegssymptomen und können manchmal sogar eine Art mentalen Zusammenbruch oder sogar einen Anfall erleben. Diejenigen, die wach sind, sich aber nicht auf die Energien mit höherer Frequenz vorbereitet haben, könnten einige körperliche Empfindungen, einige seltsame Träume und eine körperliche Dehydrierung erleben. Diejenigen von euch, die wach sind und die höheren Frequenzen erwarten, wie sie hereinkommen, haben schöne Erfahrungen, wo ihr neue Fähigkeiten erschließt, wo ihr euch selbst als euer höheres Selbst für gewisse Zeiträume erkennt und ihr habt auch viele andere positive Auswirkungen. Ihr fragt euch vielleicht an dieser Stelle, wie es möglich ist zu wissen, wann die höheren Frequenzen kommen, damit ihr vorbereitet sein könnt. An dieser Stelle ist es eine gute Idee, immer vorbereitet zu sein. Warte nicht nur auf einen Vollmond oder eine Sonnenwende. Achte darauf, dass du immer mit Wasser versorgt bist, immer ausgeruht. Achte darauf, dass du ständig geerdet bist, deine Emotionen spürst, dich mit der Natur verbindest und dich für den Empfang öffnest. Die Erfahrung eines erhöhten Energiedownloads kann eine der größten Erfahrungen deines Lebens sein. Es kann auch eines der schlimmsten sein. Es hängt wirklich davon ab, in welche Umgebung diese Energien eindringen. Wenn eine Person viele ungelöste, ungefühlte Gefühle hat, können höherfrequente Energien sie alle an die Oberfläche bringen. Wenn eine Person nicht physisch auf sich selbst aufpasst, können die Energien ihre Erfahrungen mit der Krankheit oder dem Schmerz intensivieren. Und wie wir bereits gesagt haben, könnt ihr genauso gut vorbereitet bleiben, weil er dem Aufstieg jeden Tag immer näher kommt. Der Aufstieg wird der ultimative Download von höherfrequenten Energien sein. Sich auf dieses große Ereignis vorzubereiten, das in eurem Leben kommt, ist eine sehr gute spirituelle Praxis. Aber all die Dinge, die wir euch hier gegeben haben, um auf euch selbst aufzupassen, und euch auf höhere Frequenzenergie vorzubereiten, sind auch nur gute, solide Praktiken, um ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben zu führen. Und so können sich diejenigen, die völlig unbewusst sind, dass eine Verschiebung stattfindet, in vielerlei Hinsicht unbewusst vorbereiten. Bestimmte Personen wissen, dass etwas passiert, ohne es in Worte fassen zu können. Und so siehst du, es spielt wirklich keine Rolle, was du glaubst. Es spielt jedoch eine Rolle, ob du auf deine innere Führung hörst, und deine innere Führung sagt dir immer die gleichen Dinge wie wir. Deshalb empfehlen wir dir, zuzuhören und jeden Tag für diese Energien zu fühlen. Das Erste, was ihr tun könnt, wenn ihr aufwacht, um euch vorzubereiten, ist, die Temperatur der Energien zu messen, die ihr fühlen könnt, und zu sehen, was das Universum für euch bereithält. Während du auf alles Mögliche vorbereitet bist, hast du eine viel einfachere Zeit, während dieser sehr turbulenten und wechselhaften Zeit des Aufstiegs dabei zu sein. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Thank you.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.